Hallo Hobbykapitäne, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Transocean The Shipping Company. Ich habe jetzt mal geguckt, also nämlich hier dieser vermeintlich offene Dispo-Kredit, der ist halt, naja, wie im echten Leben. Nur das zeigt hier an die Höhe unseres Dispos, den wir haben. Also 62 Millionen kriegen wir, ganz schön mau bei 2,2 Milliarden, aber... Okay, der ist halt nur aktiv, wie lange unser Konto im Minus ist. Also wir haben jetzt halt keine Kredite mehr offen und ich weiß halt nicht, inwiefern sie, das ist der zweite, vierte, ich weiß nicht, wann sie hier uns wieder schröpft. Ob sie uns nochmal schröpft, da müssen wir jetzt mal gucken. Wir fahren jetzt mal hier einfach da hier so ein bisschen in der Gegend rum. Aha. So, der Moment ist nun endlich gekommen. Wir kaufen uns frei. Keine Ahnung, warum es jetzt so lange gedauert hat, weil wenn ihr mal auf die Summe guckt, da sind wir ja schon ein bisschen drüber. Also freikaufen. Mrs. Boyle, wir haben Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Jawohl, Sie raffzahnige Schönfrisur. Ja, was denn? Wird schon nicht so wichtig sein, oder? Naja, doch. Wir haben die 2,2.320.902 € zusammen und möchten die Reederei Peterles Fracht hiermit freikaufen. Jawohl. Wie bitte? Aber das geht doch nicht. Und wie das geht? Alles vertraglich vereinbart und abgesichert. Paragraph 41 des Gesellschaftervertrags, Absatz 19. Haben Sie den Vertrag etwa nicht gelesen? Ja, das stimmt. Naja, gut. Wenn Sie meinen, behalten Sie doch Ihre kleine Reederei. Doch für sich, so viel Gewinn hat sie eh nicht abgeworfen. Puh. Ganz wie Sie meinen. So, sie ist weg. Juhu. Dann ist es jetzt Zeit zu feiern. Feiern? Bin ich auch eingeladen? Ach Mist, ich habe ja keine Zeit, schon wieder einen Termin. Gegen einen kleinen Umdruck wäre ich auch nicht abgeneigt, ei? Das war echt grandiose Arbeit, Chef. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ach. Ja, also quasi nach 2 Minuten 30 der vermeintlich aktuellen Folge haben wir es dann also quasi geschafft. Der Firmenwert beträgt jetzt nach Abzug dieser 2,2 Milliarden noch 685 Millionen. Wir haben insgesamt 25 Stunden gespielt, 19 Schiffe gekauft, 5 verkauft. Manuelle An- und Ablegemanöver, krass, manuell, guck mal, 120 Mal rund. Dann haben wir das hier, war das nicht eben noch mehr? Ist ja auch egal. Unser Lieblingshafen war hier, Lemchabang. Besuche im Lieblingshafen, jetzt, dass mir hier kein Gerede aufkommt von wegen Bangkok und so, ne? Quatsch, Thailand meine ich. Abgelieferte Aufträge, 1483, abgeschlossene Firmenverträge. Versäumte, nur 2, naja gut. Lieblingsfracht. Echt, Post und Paket haben wir unsere Lieblingsfracht? Abgelieferte Lieblingsfracht, von auf Kredit haben wir 2 aufgenommen. Ja, jetzt könnte ich quasi weiterspielen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, inwiefern hier noch irgendeine Langzeitmotivation auf mich wartet. Weil wir haben hier alles geschafft. Wir sind Tycoon, wir sind weltberühmt. Wir bleiben auch Tycoon, da wird sich nichts mehr ändern. Das Spiel, glaube ich, stuft uns ja jetzt irgendwie nicht mehr runter. Von daher möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich begleitet habt auf diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt insgesamt gemacht haben. Freue mich sehr über das Feedback, was ich von euch bekommen habe und gehe mal stark davon aus, dass ich auch Transocean 2 spielen werde, wenn das dann im nächsten Jahr irgendwann, ich weiß gar nicht, früher oder wann das geplant ist, spielen werde, weil ich das, das Prinzip halt schon sehr gut finde und es mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Muss aber auch dazu sagen, dass einige Sachen mich wirklich ein bisschen abgefuckt haben, wie ihr ja in den Folgen gemerkt habt, wenn ihr sie gesehen habt, wovon ich ja mal einfach ausgehe, nicht wahr, zwinker, zwinker. Dass man halt zum Beispiel, ja, so Kleinigkeiten halt, also das einfach ein bisschen nervig war, eben auch diese etwas undurchsichtige Sache mit dem Zoll, was ist jetzt fragwürdig, also was ist fragwürdig jetzt illegal, ist fragwürdig doch, dass man es transportieren darf, scheißt denn der Zoll tatsächlich an, nur weil man Ware transportiert, für die man vielleicht keine,
keine Ausrüstung in den, im Frachtraum hat, also sprich Lebensmittel ohne Kühlung transportiert, weil dann wurde, wird ja gesagt, es sei illegal. Das habe ich noch nicht so ganz mitgeschnitten, was denn da jetzt der Fall war. Aber ich muss dazu sagen, für jeden, der so ein bisschen auf eine Wirtschaftssimulation steht, obwohl man wirklich ja dazu sagen muss, dass Transocean jetzt nicht unbedingt eine so Hardcore-Wirtschaftssimulation ist, es ist halt recht simpel, ne? Also von wegen, es gibt halt, wo sind zum Beispiel wo sind zum Beispiel Tankschiffe, wo sind Flüssiggastransporter oder all sowas halt, so die Warenarten fehlen mir noch irgendwie, es war halt alles nur irgendwie Stückgut oder halt, Containerfracht allgemein, das würde noch so ein bisschen fehlen oder aber auch, wie ich finde, noch so ein paar andere Geschichten halt eben dazu, dass man, dass es einfach wirklich ein bisschen mehr so in die Richtung Wirtschaftssimulation geht, vielleicht die Schiffe auch ein ja, individueller aufbauen oder so, je nachdem, diese Aufrüsterei, weiß nicht, ob die so sein muss, ob man dann vielleicht einfach eher ein bisschen die einzelnen Schiffe ein bisschen breiter fächert, das Angebot, also sagt, wenn man schneller haben will, dann muss man eben auch tiefer in die Tasche greifen. Ich finde, hier, ihr habt es ja gesehen, bei 2,5 Millionen auf dem Konto, da überlegst du nicht lange, ob du das Schiff jetzt gleich komplett ausrüstest oder nicht. Scheiß drauf, das hast du dann sowieso schnell wieder drin. Also das Geld hat hier einen relativ geringen Wert, finde ich, in dem Spiel. Man verdient recht schnell. Ihr habt ja gesehen, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um von, keine Ahnung, 500 Millionen auf die 2,2 Milliarden zu kommen. Hat nicht wirklich lang gedauert. Und du hast halt so gesehen wenig Ausgaben, wenn die Föhnfrisur nicht wäre, weil die knappst dir halt immer den größten Anteil ab. Ja, also du, ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt, um nochmal auf den Aspekt der Wirtschaftssimulation zurückzukommen, hat man hier überhaupt laufende Kosten für, abgesehen von den Schiffen, die haben das ja natürlich, aber hat man laufende Kosten für Zweigniederlassungen, für Personal, was sich ja zwar nur auf ein paar Hanseln beschränkt, aber was ja dennoch irgendwie da ist und Geld verdienen muss. Also, angenehm zu spielen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn es in irgendeinem Sale zu kriegen ist für einen günstigen Taler, für, weiß ich, 5 Euro oder so, kann ich es euch nur empfehlen. Holt es euch, egal ob bei Steam oder ob es bei GOG das Ganze gibt, keine Ahnung. Aber holt es euch ruhig, wenn ihr Spaß an solchen Spielen habt. Ihr werdet sicherlich nicht enttäuscht sein. Ansonsten für den, der natürlich so ein Spiel überhaupt nichts mit anfangen kann, der wird ja sicherlich auch weder diese Videos geguckt haben, noch sich für dieses Spiel interessieren. Für alle anderen sage ich mal an dieser Stelle vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns sicherlich in Teil 2. An der Stelle möchte ich ja den lieben Brilli nochmal entgegenwinken und sagen, du hast mir gesagt, wir spielen den Teil 2 im Multiplayer zusammen. Mal gucken, wann der erschwinglich ist, wie der erschwinglich ist und dann schauen wir mal, wie der Multiplayer ist und da bin ich gespannt eben auf die ganzen Neuerungen. Also, liebe Leute, habt eine schöne Zeit, guckt gerne auch bei den anderen Videos bei mir auf dem Kanal vorbei, würde mich freuen, wenn ich euch da auch wieder sehen kann und somit neigt sich also jetzt das Projekt Transocean The Shipping Company seinem Ende zu. Ich schließe also quasi die Tür zu meiner Brücke und segle hinaus in die offene See. Macht es gut, liebe Leute. Horido!